Ja, meine Damen und Herren, 13% klingt doch ganz gut. Christian Lindner ist bei mir. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich. Hallo zusammen. Burkhard Hirsch hat ja gestern gesagt, er ist einfach der Beste. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören? Naja, also ich habe mich gefreut darüber, dass Burkhard Hirsch das gesagt hat. Und aber wie gesagt, Komplimente sollte man nicht selber kommentieren. Es war nett, dass er es gesagt hat. Ich glaube aber, dass sich das natürlich auch einem Platz 1 verdankt, für den man kandidiert. Da werden auch freundliche Sachen gesagt. Ich würde eher sagen, sie ist die Beste, nämlich die FDP. Wie schauen Sie in die Zukunft? Naja, optimistisch. Sonst wäre ich ja nicht FDP-Vorsitzender. Also wer in so schwierigen Zeiten, in denen wir gearbeitet haben und immer noch ja auch nicht über schon über den Durst hinaus sind, also wer da nicht Optimist ist, braucht einen anderen Job. Ich bin Optimist. Ich glaube, dass wir mit der FDP eine große Chance haben, Menschen wieder eine Stimme zu geben, die selbstbestimmt leben wollen, die von der Zukunft etwas erhoffen, die also unsere positive Lebensauffassung teilen. Christian Lindner, wie wird Deutschland wieder wirtschaftlich erfolgreich? Naja, indem wir wieder die Regeln der sozialen Marktwirtschaft beherzigen. Das heißt also, wirtschaftliche Freiheit stärken, investieren und den ganzen Bürokratismus zurücknehmen, den wir jetzt haben. Nicht mehr nur alles verteilen, sondern eben auch wieder investieren. Wer ist denn der klassische FDP-Wähler? Den gibt's nicht, der ist ganz unterschiedlich. Und wer sollte die FDP wählen? Na, wer unser Lebensgefühl teilt. Also das hat nichts mit Einkommen oder Beruf oder Geschlecht zu tun oder ob man auf dem Land oder in der Stadt lebt, sondern ist einfach die Frage, bin ich ein erwachsener Mensch und will ich mein Leben als Erwachsener führen oder brauche ich einen erhobenen Zeigefinger, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe? Meine Damen und Herren, Christian Lindner live bei den Freien Demokraten live. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wir schalten zurück auf die Bühne. Thank you.